Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2015 Folge 66. Ich habe es zum ersten Mal richtig ausgesprochen gekriegt, weil wir haben gerade, ich weiß gar nicht, 9:30 Uhr, aber ich habe haufenweise Booster. Und deswegen bin ich wach. Ja, von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Ja, man hört mich mal wieder. Ja. Mal wieder, ja, es ist ja nicht so oft der Fall. Ja, und. Ja. Man hat halt immer mal einiges zu tun. Da wir so lange keine LS-Videos gemacht haben, haben wir auch noch eine ganze Menge politische Themen, die auf uns warten. Okay, ich weiß nicht genau, was das letzte Mal waren. Das ist 2 Monate her, dass wir es das aufgenommen haben, aber. Ja. Was? Ich glaube, ja, ein. Vor 1 Monat haben wir das letzte Mal was hochgeladen. Das ist 2 Monate her. Wir haben hoffentlich das Ticket aufgenommen in der Zwischenzeit noch. Achso. Ja, stimmt, ich war ja auch noch dabei beim Ticket. Ja. Ich habe jetzt ein Programm runtergeladen, mit dem ich meinen PC steuern kann, während ich aufnehme, ohne aus dem Spiel tappen zu müssen. Das finde ich gut, kann ich Sound schon zu steuern. Ich hoffe mal, dass es nachher nicht zu laut ist. Ich soll die Lautstärke direkt mein Mikro ein bisschen hochdrehen. Ich glaube, der Sound müsste so gehen. Ja. Auf jeden Fall top aktuell. Stand heute in der Bild-Zeitung: Eine Befürworterin für Flüchtlinge ist in, ich glaube, Berlin oder so erstochen worden. Hast du einmal gekriegt? Ja, ja, das passiert wahrscheinlich jetzt öfters. Das passiert wahrscheinlich jetzt mal öfters. Naja, so oft wird es auch nicht passieren. Ich meine, nicht jeder killt einfach mal so einen Flüchtlingsbefürworter. Ich meine, die stechen sich teilweise schon mit einer. Teilweise. Nein, nicht die Flüchtlinge. Eine Befürworterin, Politikerin. Mal kurz nicht schieben. Perfekt. Ja. Auf jeden Fall war das jetzt in der Nachricht. War das jetzt in der Zeitung. Ja, bei uns in der Nähe sollen ja auch bald so Flüchtlinge kommen. Nach Spangenberg. Ja. 100 Stück. Beinahe noch in die Schule, in die Sporthalle. Ja. Das wäre es gewesen, wir hätten einen Sport machen sollen. Ja. Was jetzt? Ja. Es gibt neue Informationen von Nachbarn. Beim Nachbarn sind jetzt die beiden Töchter ausgezogen. Wegen dem harten Streit. Und seine Freundin ist jetzt wieder da und jetzt sind wieder 300 da, die den ganzen Tag bellen. Sehr erfreulich. Ich habe mal bei dir in den Garten gesehen, das Gras ist voll gut. Ach ja, hast du mal den Rasenmäher gesehen? Ne, warte, den kannst du ja gar nicht sehen, der steht irgendwo im hohen Rasen. Also. Pein. Das sind wir. Peinlich. Ja. Ich meine, ich. Man muss ja bedenken, wenn man im Sommer als einen Rasenmähen tut, und ich meine, wir hatten ja einen Sommer, da war immer eine hohe Dürre und dann ist halt noch Energie im Rasen. Ja. Da macht sich das dann bemerkbar. Ja. Ich meine, ich habe immer öfters gemäht. Und jetzt ist der Rasen schön gleichmäßig. Schön gleichmäßig. Ja, mein Opa mäht ein bisschen komisch, aber pff. Im Nachhinein kommt gleich Ergebnis bei raus. Wenn erstmal alles auf gleiche Höhe gemäht ist. Ja, es hat bei uns auf jeden Fall schon mal im Oktober geschneit. Ja, das war nicht so wirklich schön. Weil das Schlimmste ist aber Schnee, der runterfällt und direkt auf einem schmilzt. Das ist schlimmer als Regen. Regen hat sie versaut. Ich wollte eigentlich am letzten Schultag mit dem Fahrrad zur Schule fahren, aber niemand wollte mitmachen. Und ich durfte auch nicht, weil meine Eltern wieder. Ach du Scheiße, es ist ja dunkel draußen, ne? Bin ich halt gelaufen. Naja, wie gesagt, wir haben jetzt Herbstferien. Gott sei Dank, danach haben wir Praktikum.
Ja. Habt ihr eigentlich auch 3 Wochen? Natürlich. So. Ich habe schon mit dem Chef und mit dem Betreuer geredet. Bei mir in der Firma. Finde ich. Ich mag die eigentlich. Fahrt, die haben jetzt neue Felder gekauft, ne? Ja, ich brauche mal den großen Ackerpflug und deinen Traktor. Du kannst dann mal irgendwie zusehen, wie du das hier gedüngt kriegst. Okay? Weil dann acker ich mal die Felder zusammen. Habe ich endlich mal was Sinnvolles zu tun. Ich wusste, dass wir irgendwas Spannendes zu tun hatten. Und dass wir aus irgendwelchen Gründen unser ganzes Geld verloren haben. Du hast ja einen Düngestreuer benutzt? Ja, ne? Ja. Ganz kurz gucken. Haben wir Schulden? Nein. Perfekt. Okay, dann müssen wir ganz kurz den großen Traktor haben. Kannst du mal aussteigen? Danke. Okay. Wo ist der Ackerpflug? Was soll der Raps eigentlich? Kippen einfach mal ins Silo. Dringend brauchen wir das Geld jetzt auch nicht. Da hinten ist der Ackerpflug. Oh Gott, das wird extrem. Das wird lange dauern, weil ich mag es, mein Feld schön zu haben. Ich habe gerade gemerkt, die Folge wird jetzt ein bisschen lang werden, weil ich habe vergessen, den Wecker zu starten. Oh, es nimmt auch einen falschen Ordner auf, merke ich gerade. Müssen wir alles noch einstellen. Das ist halt ein bisschen Verwirrung, jetzt, wenn man länger mal eine Pause gemacht hat. Aufnehmen. Ja, das ist halt so. Ich meine, die Schule läuft auch wieder, deswegen. Ja. So. Das wird spannend, weil jetzt hätten wir ja die Felder zusammengrubbern und zusammen ackern. Und zwar so, dass es nicht sieht, dass es mal 2 Felder waren. Ich bin ja nicht so wirklich oft ordentlich, aber bei sowas bin ich ordentlich. Ich sag halt nur mal mit den Flüchtlingen, die kommen hierher und stellen eine Ansprüche. Ich weiß. Also das finde ich ja das Unfair daran, weißt du. Wir dürfen keine Ansprüche stellen. Hast du mal gehört, dass die viel Geld kriegen? Würden wir erst nach Deutschland kommen? Ich weiß auch nicht, soweit ich gehört habe, ist es viel. Ja, ich verstehe das nicht, weißt du. Wir sind Deutschland. Wir machen das halt so, weil die Merkel sagt, wir machen das halt so. Außerdem gelten wir ja sonst als Nazis, wenn wir mal was dagegen sagen. Ja, ich weiß. Das ist los der Deutschen. Gilt sehr gleich als Rechter. Ist einfach so. So, ich und dieser Ackerpflug fangen gerade an, uns kennenzulernen, wie man denn so am besten arbeitet. Also, mal gucken. Okay, die ganzen Felder hier im Viereck gehören uns. Ah, du düngst schon gut. Soll das denn jetzt? Was? Hier drauf oder was? Auf alles, einfach mal alles düngen. In der Zeit werde ich ja auch versuchen, mich nicht anzufahren, weil das ist eine sehr wichtige Arbeit, dass es gut wird. Weil ich hasse die Felder mit so komischen Ecken dran. Wie es in S11 immer geworden ist, weil da immer Felder erstellen an war bei den Flügen. Weil du konntest es ja nicht ausstellen. Ja, ich habe einen neuen Film. Auf dem Fernseher. Dead Rising. Noch nicht geguckt, aber sieht cool aus. Oh, Ackerflüge sind so eine schwierige Wissenschaft. Einfach weil die unglaublich lang sind, die Dinger. Ja, neuer Film. Und ja, die Politik ist auch so ein ganz kleines bisschen am Arsch heutzutage, ne? Ja, ich würde da andere Maßnahmen einnehmen. Bei allem eigentlich, ne? Wenn ich da was zu sagen hätte. Es sollte verboten sein, zum deutschen Nazi zu sagen. Nur weil sich mal gegen Ausländer beschwert. Also nicht gegen, aber wegen. Wenn man mal sagt hier, nee, das passt aber nicht, wir sind.
Wir haben ja auch nur eine begrenzte Kapazität. Jetzt bauen wir Häuser für die. Extra. Ich meine, warum bauen wir Häuser für die? Die können auch davon ausgehen, dass wir Zeltunterkünfte haben, aber dass die noch extra Häuser kriegen, ne? Ich sage ihr meistens immer, man braucht hier nur Asyl zu sein, dann hast du alles. Nein, nicht wirklich. Aber du hast mehr als Leute, die arbeiten gehen. Das Gemüse geht einfach nicht weg. Na, wir haben ein Problem. Ist sehr hartnäckiges Gemüse, es lässt sich einfach nicht überackern. Manche haben eine totale Panik, wenn ich sag, also kriegst jetzt, die kriegen wahrscheinlich so viel Geld wie ein Rentner, der 45 Jahre gearbeitet hat. Ne, die kriegen ungefähr so viel wie ein. Die kriegen aber immer noch mehr Geld als ich. Okay, das wird jetzt eine ziemlich lange Aktion werden. Wahrscheinlich müssen wir die irgendwann noch in unsere Häuser aufnehmen. Was? Ja, darauf freuen sich schon alle Leute. Ich hab gehört, irgendwo mussten sie das schon machen. Ja, weil der Platz ja nicht mehr reicht. Also, ich hab gehört, irgendein Ort, da sollst du entweder Flüchtlinge aufnehmen oder Geld zahlen. Schön, ne? Also, ja, ich weiß gar nicht, wir hätten das gesagt. Irgendwer hat mir das gesagt. Kein Platz mehr da ist. Noch bauen wir ja Häuser für die, also. Ja, weißt du, vor allen Dingen. Ich hab ja mal gehört im Fernsehen, wie sieht's denn, weißt du, die 2 Monate würden sie es wahrscheinlich noch durchhalten, ne? Weißt du, aber wie sieht's denn in Januar oder Februar aus? Es werden ja auch mehr kommen, ne? Ja, ich weiß. Dann sind es 1 Million, dann sind es wahrscheinlich schon über 3 Millionen, weißt du? Irgendwann, also pass auf, irgendwann können wir uns. Aus welchem Land kommen die alle? Ja, da unten außen. Syrien, das ist scheiße. Okay, ja. Wir nennen es dann Neu-Syrien. Bald. Syrien, ich weiß ja nicht, die Nachbarstaaten noch alle und so, aus Afrika wahrscheinlich noch viele. Ich habe auch schon gehört, dass die Markenklamotten kriegen, damit sie sich nicht minderwertig oder sowas fühlen. Was ich ein bisschen dämlich finde, weil wir normal Arbeitenden sind eigentlich zu geizig für Markenklamotten. Ich meine, guck mal, ich habe Markenklamotten, weil die halt gescheit passen. Nicht weil da irgendwie die Marken Levi's draufsteht, sondern einfach nur, weil es passt. Und weil ich nicht bezahlen muss. Weil ich meine, was bringt es dir, wenn eine Marke auf der Klamotte draufsteht? Man fühlt sich auch nicht weniger wert, nur weil man keine Markenklamotten hat. Aber anscheinend denken sich die deutschen Politiker, dass die Flüchtlinge sich weniger wert fühlen, wenn sie keine Markenklamotten haben. Was 90% der Deutschen auch nicht haben. Also super. Kommen wir her und stellen nur Ansprüche. Ja, es ist einfach. Ja. So viel dürfen wir uns auch nicht beschweren. Ja, aber ich meine, also ich beklag mich schon, also. Oh, da geht's schon wieder Gras, was nicht weggeht. Danke, Spiel. Doch, jetzt ist es weg. Also es gibt ein zu viel. Und das ich meine, es ist ja teilweise nicht so, dass die hierher kommen, da alle Krieg haben. Das sind ja auch viele Wirtschaftsflüchtlinge. Na ja, gut, aber die werden zurückgeschickt. Aber ich persönlich vertrete die Meinung, dass wir die Randale machen, auch gleich zurückschicken sollten. Ja, ich meine, es kann ja nicht sein, dass die, was weiß ich, hier Scheiße machen oder alles kaputt schlagen oder sich untereinander kaputt schlagen, weißt du? Na gut, untereinander ist mir eigentlich egal, aber ihr sollt. Das ist ihr Problem, aber sie sollen nichts kaputt machen. Ich meine, jetzt wundern sie sich mit den Flüchtlingszelten, warum die im Winter nicht irgendwie nicht winterfest sind oder was auch immer. Oh, Zelte sind nicht winterfest, die neueste Erkenntnis überhaupt. Ja, jetzt bauen wir Häuser für die Flüchtlinge, damit sie warm wohnen können. Ja, bei mir kommt keiner rein.
Die bauen Häuser. Bauen. Die wollen sich zu dir schicken, die bauen gerade noch eigene Häuser. Ja, irgendwann werden sie keine Häuser mehr bauen können, weil dann ist die Fläche auch verbraucht. Pass auf, später haben wir irgendwann total billig Buden, die kein Mensch haben will. Außer die Flüchtlinge bleiben für immer hier. Ja, wahrscheinlich. Die Chancen sind ja besser stehen, weil unser Land ist ja viel besser als den ihres, wie sie meinen. Weil hier kriegt man haufenweise Geld, sogar für Hartz IV kriegt man mehr, als die da verdienen normalerweise. Also, ich meine, die dürfen auch ihre Familie nachholen. Mein Opa beschwert sich momentan darüber, dass es so viele Türken in Deutschland gibt. Immerhin bauen die meisten Türken Döner, aber am schlimmsten sind ja die Assi-Türken aus der Schule, ne? Ja, ich meine, es sind nicht alle Türken schlecht. Ja gut, aber wir haben diese Assi-Türken in der Klasse und in der Schule und das ist schlecht. Oh fuck, wie scheiße acker ich denn bitte? Als noch schiefer geht die Linie auch nicht, oder? Voll Idiot. Lernen, wie man eine Linie macht. Schweinebrix hat mich, ne? Das sieht so scheiße aus. Ich könnte dich schlagen. Der Flüchtlinge hier, ich sag. Ja, brauchen wir ein neues Thema, glaube ich. Ich glaube, wir haben unseren Standpunkt jetzt tausendmal klar gemacht. Jetzt können wir mal irgendein anderes Thema uns besorgen, ne? Okay, was ist noch so passiert? Ich weiß gar nicht, was ist noch so los? Ich habe einen Fernseher. Ich habe zuerst mal LS4K draufgezockt. Vielleicht nehmen wir mal LS4K auf. Das liegt aber noch in ferner Zukunft. Das wissen wir noch nicht. Ja, ich habe auch irgendwas gehört. In meiner Familie wollten sie sich auch irgendwie einen neuen Fernseher kaufen. Meinst du den Oma und Opa? Nein, bei mir. Wow, heftig. Ja, der alte Röhrenfernseher ist nicht mehr so gut. Mein alter Röhrenfernseher pfeift. Deswegen habe ich mir einen neuen, besseren gekauft. Nein, nicht deswegen. Aber man muss schon sagen, diese Röhrenfernseher, die halten unheimlich lange. Ich weiß, ne, das sind so. Also, das war noch Wertarbeit, die alten. Wir haben fast 20 Jahre alten Philips-Fernseher. Einmal repariert in der ganzen Zeit. Im Vergleich dazu, jetzt habe ich den arschteuren Samsung Smart TV. Ich keine Ahnung, aber ich glaube, der wird jetzt 5 Jahre alt und danach kann ich in die Tonne treten. Also, ich meine jetzt nicht, dass Samsung keine schlechte Qualität ist. Samsung ist voll geile Qualität, aber so ist heutzutage halt alles. Du kannst es heutzutage alles nach ein paar Jahren in die Tonne treten sofort. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht wird das so mit extra so hergestellt, dass es dann kaputt geht. Wird es auch. Möglichst viel Profit bei möglichst wenig Einsatz. Billigste Teile und die billigsten Teile halten auch nicht lange. Haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, es geht schnell kaputt. Und gleichzeitig haben sie Geld an Teilen gespart. Ich meine, wenn du dann immer noch so eine andere Produktion hast aus verschiedenen Ländern. Canon hat Drucker mit Blattzählern teilweise. Die zählen, wie viele Seiten du gedruckt hast und nach so und so vielen Seiten kriegen sie einen Fehler. Und funktionieren nicht mehr, musst du wegschmeißen und einen neuen kaufen. Ich meine ja nur, es ist ja halt so, die Industrie will wieder ordentlich Geld damit verdienen, weißt du? Ja, ist so. Alter, das wird das geilste Feld überhaupt und das musst du alles ackern, freut dich, ne? Und ich meine, das mit den Röhrenfernseher, das sind halt Sachen, die sind halt von einer gescheiten Herstellung und das hält natürlich so. Das sind aus den Zeiten, wo sie noch robust gebaut haben. Ja. Und vor allen Dingen, es ist deutsche Herstellung. Das will nichts heißen. Das kann schon was heißen. Also, sie schreiben Made in Germany drauf, sobald sie in Deutschland einen Querstreber angebracht haben. Also, auf das Siegel kannst du dich nicht verlassen. Naja, vieles wird ja auch aus China hergestellt. Also, ich hab ein Galaxy S3. Hab ich Akkus. Der Akku wurde hergestellt, in China und zusammengebaut in Taiwan. Also beschweren kann ich mich da nicht, der hat jetzt 3 Jahre oder so gehalten, der Akku. Ach, länger als 3 Jahre, der geht immer noch.
Ja, China oder das, ja, ich kenne das schon. Na gut, aber meine Samsung-Handys, da kann ich wirklich beschweren, ich meine. Die Dinger sind original taiwanisch, aber nennt man das so? Ich glaube schon. Aber die Dinger gehen immer noch, also meine Samsung-Handys. Ich weiß nicht, wie Leute das kaputt kriegen, das scheiß Gorilla-Glas. Du kannst das Ding normalerweise vor die Wand schmeißen, es bleibt ganz. Ich hab eine Hülle, mir ist das Ding schon so oft runtergefallen. Teilweise sogar schon im Laufen ist es, da ist es über die Straße geschlittert, das Teil. Wenn ich sehr verhaufen weiß, Leute, die ein kaputtes Display haben. Wie? Ja, aus einem Vorschlag kann man draufhauen, um das Ding kaputt zu kriegen. Das Gorilla-Glas ist härter als Stahl. Ist es Panzerglas? Nein, das ist Gorilla-Glas. Gorilla-Glas ist schwächer als Panzerglas, aber es ist härter als Stahl um einen Härtepunkt. Panzerglas ist noch zwei Härtepunkte stärker. Das Einzige, was noch härter ist als Panzerglas, ist Diamant. Und das ist das härteste Material überhaupt. Ja, ist klar, nur das Schärfste. Diamant ist nicht schärfste, Diamant ist nur scharf, wenn du es total scharf machst. Du kannst Metall genauso scharf machen, aber Diamant bleibt länger scharf. Kannst auch Keramikmesser kaufen, ist auch verdammt scharf und... Ich weiß nicht, warum du immer denkst, dass das schärfer ist. Diamant kannst du nicht schärfer machen, Diamant hält nur länger. Diamant hält eigentlich ewig, naja. Wenn du Fleisch mitschneidest, dann schon, ja. Keramikmesser sind gut, die halten auch ewig. Hier unten ist noch ungedüngte Bereiche, wenn du mal guckst. Ja, ich weiß. Grab mal, wenn nachher das ganze Feld ackern darf. Ich? Ja. Na, das wird Gewinn einbringen. Ja, das wird Riesengewinn einbringen. Ich werde jetzt halt das Zeug wegfahren und werde zusehen, dass ich schon mal mit der Sämaschine anfange hier drauf. Ich meine, du hast einen großen Ackerflug, es geht relativ schnell. Ich habe eine popelig kleine Sämaschine, was glaubst du, wie lange das dauern wird? Und versuch mal bitte nicht so viel Dünger zu verschwenden, weil das Zeug ist teuer. Ach komm, scheiß drauf, wir haben Geld. Ich meine, wir haben gerade erst ein paar Felder gekauft. Traktor hat 57 Liter Sprit, ey. Ich bin froh, dass wir nicht mehr so... Ach ja, wir haben übrigens ungefähr 24 Stunden Spielzeit. Also 24 Stunden Let's Plays haben wir jetzt aufgenommen schon, fast. So ungefähr einen Tag haben wir jetzt... Bei 22 Stunden habe ich jetzt dann so gehabt, als Anzeige. Noch ein paar Folgen mehr, dann haben wir 24. Dann hätten wir ungefähr die ganze Zeit in der Spielzeit einen Tag gearbeitet. Wir hätten einen Tag Echtzeit gearbeitet. Gut, sich das, wenn man das umrechnet, in Echtzeit, sich das alles so zu erarbeiten, ist es nicht schlecht. Ja. Einfach nur, weil es viel schneller wächst und so ein Zeug. Naja, jedenfalls, ich weiß nicht, wie lange die Folge geht, aber ich glaube, die ist bald zu Ende. Eigentlich wäre es schon zu Ende, glaube ich, aber ich habe da nochmal 15 Minuten oben drauf gemacht, von da, wo ich gemerkt habe, dass ich vergessen habe, die Uhr anzustellen. Ist ein bisschen außer Routine, wenn du dann mal erstmal eine Zeit lang nicht aufgenommen hast. Ja, ich weiß ja nicht, wahrscheinlich hast du jetzt alles mit dem Dennis aufgenommen. Nein, ich habe nur über Tacket aufgenommen. Ich hab überhaupt nichts aufgenommen. Naja, verständlich, Schule halt. Naja, ich hab nicht wegen Schule, sondern vergessen. Wollte jetzt ziemlich viel Ride gezockt, na egal. Das war's für diese Folge, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2015. Ciao. Ciao.